Servus und seid mir begrüßt zu einem neuen Vlog hier auf meinem Käse. Danke für das Feedback zu meinem, ja, selbstgebauten Kameraständer. Und natürlich war die Frage, ja, wie geht's weiter? Das Teil wurde geliefert. Nice. Ja, nice. Und soll ich es euch zeigen? Da ist es. Hat jetzt die Funktion hier. Komme ich da am besten hin? Da unten ist es mit einer Schraube fixiert, die durch das Holz geht auf diesen Ständer. Und dieser Ständer hat hier noch einen Kugelkopf, den kann ich hier lösen. Wenn ich jetzt löse, fliegt die Kamera runter. Aber ich probiere es mal. Wenn ich hier löse, also habe ich gesagt, fliegt die Kamera runter. Ja, dann kann ich hier quasi mit einem Kugelgelenk die Kamera noch in diese Position bringen, wie ich es möchte. Jawohl. So oder so oder so oder so oder so. Ja, ich kann auch von oben jetzt runter filmen so, ne? Und wie gesagt, das Kugelgelenk hilft mir und dann muss ich jetzt noch ein bisschen hier umtüfteln, weil der eine oder andere möchte nicht so, weil die Löcher zu breit sind. Muss ich mir überlegen, was ich mache. Aber ihr habt mal das Ergebnis gesehen, so sieht es jetzt momentan aus. Ein bisschen fester machen. Genau. Und so kann ich dann im Endeffekt filmen, wie ich möchte. Ich wollte es euch nur mal kurz zeigen. Und wir kommen sicherlich irgendwann nochmal drauf zurück. Ja, in dem Fall geht es die Reise los. Wir fahren in der Nacht. Und ich melde mich vom Domizil aus nochmal. Und mal schauen, was noch alles bis dahin kommt. Ja, schlechte Qualität vom Bild, sorry. Ist halt Nacht. Nacht. So, Ziel 1 erreicht, das jetzt vorverlegt wurde. Mundschutz auf. Corona-Time. Ne? Und dann gehen wir jetzt mal hin und gucken, was wir da Schönes kriegen und ob ich filmen darf. Bis gleich. Ja, jetzt bin ich in der Garage angekommen und jetzt gucken wir mal, was hier Schönes ist, was ich jetzt gleich mitnehme. Tada! Ja, da schlägt das Märklin Herz höher, ne? Ja, die Märklin-Weltkugel und endlich besitze ich sie. Oder noch nicht ganz. Wir müssen gucken, dass wir sie ins Auto kriegen, aber sie dreht sich schön. Ja, deswegen bin ich jetzt hier in Aachen. Aber wie gesagt, bei Tageslicht sehen wir uns nochmal und ich melde mich jetzt gleich nochmal. So, meine Freunde, ich habe es geschafft. Zip, da liegt die schöne Kugel und muss jetzt nur noch heile nach Hause transportiert werden. Da ist die Gattin und wir gehen jetzt aber erstmal schlafen im Hotel hier und dann geht's wieder zurück. Also, bis nachher im Hotel. We'll be right back.
Jetzt haben wir unser Hotelzimmer erreicht, wollen wir jetzt ein bisschen nächtigen. Ja, und dann schlafen wir jetzt hier. Und ja, morgen geht es dann weiter. Im Endeffekt, ja, interessant war die Fahrt, ja. Ihr habt es gesehen. Und ja, jetzt gehen wir Haier machen. Und morgen geht es dann weiter. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, eine herrliche Nacht hier im Hotel in Aachen. Nicht. Ja, Geräusche, Geräusche, Geräusche. Ich zeige es euch mal, Moment. Oder ihr könnt es mal hören. Katastrophe! Genau so tat das die ganze Nacht. Und katastrophal. Naja, ich gehe jetzt erstmal duschen. Und dann hören wir uns wieder. Bis gleich. So, frisch geduscht. Zeige ich euch mal kurz hier das Zimmer. Naja, gibt Besseres. Jo, hier. Das kleine Bad mit Dusche. Naja. Und ja, hier. Boxspringbett. Ja. Schreibtisch, Fernseher. Und ja. Das ist so der Blick nach draußen. Auf Aachen. Naja. Nicht meins, muss ich ehrlich sagen. Nicht meine Stadt, nicht mein Hotel. Ja, und hier haben wir einen Spiegel, ja, so, und dann wollen wir mal gucken, was der Mann im Spiegel gleich zu uns sagen wird, ne? Sind wir mal gespannt und lauschen. Hallo erstmal, wusstet ihr schon das Neueste? Frühstück im Hotel Passé, Corona dank Olé. Also so eine Scheiße. Spiegel zu. Ich weiß, dass kein Frühstück kriegt. Na sicher, will gar nicht. Zubleiben. Naja, Frühstück gibt's halt nicht. Corona-Time, dank. Ne? Aber egal, wir kriegen schon was. Ja, wenn wir schon hier in der Gegend um Aachen sind, dann sind wir jetzt mal kurz nach Ratheim. Denn Fraulein ich, ne, wir wollten einfach mal gucken, wo diese Wollnis wohnen. Echt jetzt? Haben wir es gesehen? Das ist der Passei ruhig warte. Ja, da wohnen sie, da ist das schöne Häuschen. Aber naja, gucken wir mal weiter, was passiert. Thank you.
Ja, eine Reise ist zu Ende. Ja, die Wollnis waren leider nicht zu Hause. Wir haben geguckt, aber keiner da. Und ja, später haben wir dann gesehen über Instagram, dass sie eben auf dem Rummel waren, ein paar Orte weiter. Ja, kann man nichts machen, ne? Man kann nicht überall sein zur gleichen Zeit, wenn man Surprise, Surprise vorbeischaut. Ja, bis auf das Dumme im Hotel war es eigentlich eine tolle Fahrt und ich bin froh, dass ich jetzt die Märklin-Weltkugel bei mir im Besitz habe. Ja, sie steht jetzt im Keller, irgendwann kommen wir da nochmal mit dem Vlog drauf zurück. Ich sage jetzt mal, wir haben genug Zeit jetzt hier im Vlog verbaut. Und ich sage Dankeschön, dass ihr alle bis jetzt dabei wart und zugeschaut habt. Es hat mich gefreut, ja. Und wie gesagt, ihr habt auch mal wieder sowas gesehen, ja. Es ergibt sich halt immer mal wieder etwas, ne. Und dann ist die Kamera mit dabei. Ja. In dem Fall sage ich mal, wir sehen uns im nächsten Vlog. Mal gucken, was da für ein Thema kommt. Ja. Abonniert doch den Kanal und gebt einen Daumen nach oben da. Ne, das motiviert mich etwas, hier weiterzumachen. In diesem Sinn sage ich mal, bleibt gesund. Viele Grüße, euer Markus und ciao!